und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute geht's ans Eingemachte und zwar werde ich meinen Teil vom Kleiderschrank zählen und ich werde Romans Teil vom Kleiderschrank zählen, um zu schauen, wer hat mehr, Mann oder Frau. Ja, ich tendiere ja fast zu mir, aber ihr könnt mir mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Schreibt mir bitte auf jeden Fall unten in die Kommentare, auf jeden Fall jeder, der dieses Video jetzt schaut, was schätzt ihr, wie viele Kleiderteile habe ich? Ich zähle alles mit, auch Jacken und ich zähle auch Sportsachen mit, ich zähle Haussachen mit, also so Jogginghosen und so und Arbeitskleider. Das Einzige, was ich nicht mitzähle, sind Socken und ist Unterwäsche. Ansonsten wird alles mitgezählt. Genau. Und bei Roma natürlich genau das Gleiche. Also ganz wichtig, jetzt jeder in die Kommis, wie viele Sachen habe ich und glaubt ihr, Roman hat mehr oder ich habe mehr? Ja, das wird spannend. Ich beginne zu zählen und dann berichte ich. Also ich habe das Ganze jetzt gezählt und ich habe das Ganze auch kategorisch aufgeführt. So richtig, richtig kategorisch. Und ich kann euch erzählen, dass ich immer noch 9 Röcke besitze, 7 Shorts besitze, 4 Stoffhosen und 16 Jeans. Was aber die Bewandtnis hat, dass ich... Ja, ich weiß, immer dasselbe Gelaber, aber ich habe ein bisschen zugenommen und mir passen nicht alle Hosen im Moment ideal. Aber ich weiß, wenn ich 2-3 Kilo weniger habe, was ja jetzt nicht so viel ist, passen die anderen wieder. Und deswegen sind das gerade so viele, weil ich nämlich erst Hosen bestellt habe. Dann habe ich 26 Kleidchen. Ich habe 26 Pullover. Ich habe 10 Blusen, 15 T-Shirts, 10 Tops. 3 Longsleeves, 3 Jumpsuits, 9 Westen, 2 Blazer und insgesamt immer noch unglaubliche 14 Jacken. Ich besitze 3 Bikinis, von denen im Moment einer unauffindbar ist, aber ich weiß, dass ich ihn noch habe und ich habe 2 Badeanzüge, die mir aktuell absolut überhaupt nicht passen, weil sie viel zu eng sind, das weiß ich, aber ich kann sie einfach nicht aussortieren, weil sie meiner Mama waren und verdammt heiß sind, wenn sie passen. Ich habe 3 Sporthosen. Ich habe 12 Sport-Tights, also Leggings. Ne? Also Sport-Short, kurze und die langen 12. Ich habe 6 Sport-BHs. Ich habe 12 Sport-Oberteile. Da ist T-Shirt und Top mit einbegriffen. Das habe ich jetzt nicht unterkategorisiert. Und ich habe 5 Sachen, die ich eingelagert habe. Und zwar sind das 3 Winterlauf-Pullover und 2 Winterlauf-Leggings. Dann habe ich alles in allem insgesamt 6 Sportwesten-Jacken. Da ist eine Laufjacke dabei, da ist eine Weste von Adidas dabei, ziehe ich aber auch privat an. 2 Sachen von Smilo Dogs, die habe ich regelmäßig an, also da ist kein Ausmistbedarf. Dann habe ich Hauskleidung kategorisiert in Jogginghosen, da besitze ich 3. Ich habe 5 Leggings, ich habe 3 Pullover für zu Hause. Ich habe einen Morgenmantel und 2 Dirndl, von denen im Moment keins passt. Ich habe Arbeitskleidung, 2 kurze Shorts behalten für im Sommer, so Rasenmähen und so. Ich habe 4 lange, darunter unter den 4 langen sind... aber 2 richtige Arbeitshosen, auch eine Engelbert- und Strauß-Hose. Ich habe 3 Pullover, ich habe 5 Tops und ich habe 2 T-Shirts. Und ich sage euch jetzt nicht die Gesamtsumme. Wir gehen zu Romans Kleider. Der besitzt 13 Shorts für den Sommer, 18 lange Hosen, die habe ich jetzt auch nicht kategorisiert in Jeans und Chino und Baggy oder so. Also 18 lange Hosen, 13 Pullover. Und 14 Hoodies, das habe ich kategorisiert, genauso wie er 22 T-Shirts besitzt und sage und schreibe 25 Tanktops. Da war er übrigens selbst sehr geschockt, als ich ihm das erzählt habe, aber es ist so. Er hat 11 Hemden, er hat 3 Blazer und er hat 6 Westen mit Arm und ohne Arm und 4 Badehosen. Dann hat der gute Mann noch 2 Jogginghosen. Und insgesamt 4 Jacken, die ich jetzt zählen konnte. Ach nee, ich muss mich noch korrigieren. Der hat noch einen Pullover im Auto. Da haben wir einen Pullover,
also eigentlich quasi ein Hoodie, haben wir keine 14, sondern 15. Muss ich mir gleich merken, für die Gesamtzahl. Dann hat er ganz viel Arbeitskleidung, aber keine Arbeitskleidung für die Firma. Die habe ich bei mir selbst auch nicht mitgezählt. Also meine Aldi-Klamotten habe ich nicht mitgezählt, sondern einfach die Kleider, die einfach mal Arbeitskleidung wurden oder die man extra als Arbeitskleidung für den privaten Bedarf kauft, so wie Engelbert und Strauß in dem Fall. Ist keine Schleichwerbung oder so. Wir haben nur viel davon. Das wären dann 2 Westen, 3 Hosen, also lange Hosen. Das waren übrigens bis vor 1,5 Wochen noch mehr, aber wir haben eine ganze Tüte weggeworfen, weil die mit so einem schwarzen Anstrich versaut waren. Das ging gar nicht mehr ab, das hat total geklebt. Wir haben 24 T-Shirts, wir haben 6 Pullover und wir haben 9 kurze Hosen zum Arbeiten. Alles, was ich jetzt vorgelesen habe, macht bei Roman eine Gesamtsumme von 180 Teilen. Ist das viel? Ist das wenig? Ich habe keine Ahnung. Und meine Wenigkeit besitzt alles in allem 225 Gegenstände im Kleiderschrank. Also hat Roman quasi gewonnen. Ich habe ganz genau 45 Teile mehr als er, habe aber auch viel mehr Kategorien. Und wenn ich mir jetzt meine Freundinnen hole, die mit ihren Partnern, die liegen weiter auseinander, das weiß ich. Lieben Gruß an dich, Tatjana. Ich weiß, dass du ab und an mal ein Video von mir guckst, ne? Wir haben die Woche erst darüber geredet. Ich muss lachen, wenn ich an deinen Kleiderschrank denke. Klasse, ich finde es einfach klasse. Aber ich muss sagen, wirklich, wir liegen gar nicht weit auseinander. Und ich muss noch dazu sagen, Roman hat bei seinen Eltern zu Hause urewig schon Klamotten stehen. Und kein Mensch weiß, was davon noch passt, was davon noch gefällt. Also ich habe bei meinen Eltern überhaupt gar nichts mehr. Und er hat halt einfach noch echt sau viel Zeug da. Und wenn man das dazu zählt, hat er definitiv mehr wie ich. Aber das nehmen wir irgendwann anders mal in Angriff. Ja, für den Moment, the winner is Roman. Ja, aber ich bin wirklich, ich bin total überglücklich und überrascht, weil 225 Sachen finde ich überhaupt gar nicht viel, ehrlich gesagt. Gut, ich habe jetzt keine Unterwäsche und keine Socken dabei. Das haben viele andere YouTuber oder Content Creator, wie man es nennt, mitgezählt und haben, ja, um diese 250, 300 Teile, also da komme ich definitiv drüber. Aber vor ein paar Jahren hätte ich wahrscheinlich 225 T-Shirts gehabt oder so. Keine Ahnung. Also ich finde die Zahl total fantastisch. Ich finde es klasse und ich, ja, bin total gespannt, eure Ratevorschläge mit meinem Ergebnis abzugleichen. Und ja, also ich freue mich und ich finde die Zahl ist erstmal völlig okay. Ich finde, es erschlägt mich nicht und ich finde jetzt auch nicht, dass das Massen an Klamotten sind. Es ist definitiv mehr, als man braucht und es ist definitiv mehr, als ich haben müsste. Aber für den Moment, finde ich, ist das ein ganz tolles Ergebnis und ich bin super zufrieden mit mir und denke, müsste jetzt erstmal nichts mehr aus. Genau, das war das Schlusswort und somit schreibt mir bitte mal unten in die Kommentare, wie viele Sachen ihr habt, wenn ihr das wisst. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao!